So, ciao zusammen, meine lieben Füchse. Ich bin wieder mal da. Draussen pissen zu wie ja, nur ein Schiff zu mir Ferien und meine Busse steht auf dem Sofa am Liegen. Die macht das Beste, was man machen kann. Und ich will eins zocken wieder mal. Detroit wollte ich mit euch anzocken. Ich habe schon mal durchgegeben, das Fact. Ja, es ist cool, oder? Es ist in dem Stil Quantic Dream natürlich. Heavy Rain mäßig oder Beyond Two Souls oder Until Dawn mäßig. Man kann auch auf die verschiedensten Arten kann man auch sterben. Also, Charaktere können sterben und Geschichte nimmt einfach einen anderen Verlauf. Und es ist wirklich sehr, sehr cool. Ich wollte das mit euch ein bisschen zocken. Und ja. Soll ich da noch gross dazu sagen? Ich habe schon mal durchgezockt, wie gesagt. Aber das zweite Mal geht es sowieso anders. Und es wird ein spannendes Spiel. Es wird spannend. Wer das Success gibt es so einen Stammbaum. Also so einen Gamebaum, oder? Mit den verschiedenen Wegen. Und ja. Ja. Gut, wir zocken es einfach mal an und ihr werdet es sehen. Ich habe genug gelaufen. Schön seid ihr mit dabei und ich sage Action. Oh, Moment. Neue Geschichte, natürlich. Also, es geht voll zur Sache. Ich bin so ein Android, oder? Ich sage nicht zu viel. Die Leute schauen. Ich werde es gerade sofort sehen. Philips Caroline. Das sieht nach einer glücklichen Familie aus. He? Sehr geforderten Fisch, oder? Liegen lassen oder retten kann ich jetzt sagen. Ich glaube, den retten wir mal. Oder? Bitte, bitte, retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Warum schicken Sie keinen echten Menschen? Finde Captain Allen. Aber mit der zwei kann ich schauen, was ich machen muss. Finde Captain Allen. Mir scheißegal. Nein, wird auf der Stelle Einsatz bereit. Er ist auch wieder vor, ne? Ja. Fuck. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Name des Abweichers. T.
Deaktivierungscode, dann könnt ihr wissen, hey. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Emotionaler Schock, Verhalten des Abweichlers. Name des Abweichlers, der Name ist wichtig. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Jede Sekunde. Chance auf Erfolg, 48%. Jetzt muss ich da zuerst ein bisschen Fakten zusammen. Oh, da hat es etwas. Wir reden gar nicht zu viel, wir wollen schon mal viel zu viel reden. Jetzt okay, einfach mal ein bisschen. Hinweise muss ich suchen. Da. Das war ein Magazin, Munition, 355er. Und das wird Knarre gewesen sein. Rekonstruieren. Jetzt kann ich da. Mit links und rechts kann ich konstruieren, was da passiert ist. Oder? Also der gelbe Teil da, der fehlt. Und den kann ich rekonstruieren. Also das war so, der hat die Waffe da oben runtergenommen. Ja, okay. Also er hat die Waffe. Das ist einfach mal gut zu wissen. Ich suche das Zimmer der Geisel. Dort liegt einer am Boden. Haltet die Positionen. Der Vermittler bleibt hier sein. Da ist ziemlich tot, he? Irgendwie. Motorax, Lungenblutung. Also. Und das sieht auch noch ein wenig in einem Loch aus. Linke Niere perforiert. Aha. Lungenblutung. Okay. Habe ich da schon noch etwas? Rekonstruieren, okay. Da dasselbe noch einmal. Also da ist hier gehockt. Ah, der andere steht der Ding. Der andere ist von da hinten gekommen. Hat geschossen. Und dort ist etwas bleiben liegen. Okay. Gut. Entsperren. Also da hat der Android. Yes. Yes, das hat da auch nicht zu weit führen, durch mich. Was ist das? Stummschalten. Platte ausschalten. Es liegt da auch noch einer am Boden. He? Je mehr.
Je meer Fakten sie zusammentragen, oder? Umso grösser wird die Wahrscheinlichkeit nachher, dass sie. Ja, werden es dann sehen. Rechte Herzkammer perforiert. Autsch! Das ist ziemlich tot, ja. Hacker Anthony. Polizist gesehen, nur dort liegt etwas. Die Schuhe von Geiseln. Also die hat die Schuhe verloren dort. Also der ist von hier gekommen. Hat ihn gebracht. Und er hat zurückgeschossen. Und die Waffe aus den Hängern gesedert. Kann ich die Waffe natürlich nehmen. Und? Was glaubst du denn so? Steh da nicht herum! Waffen nehmen oder zurücklegen, jetzt wenn sie nehmen. Wir haben sie näher, wenn sie nicht nehmen, haben sie näher nehmen. Nämlich. Was war das? Ich will das nochmal schauen. Okay, da ist noch etwas am Boden. Modell und Seriennummer, PL600. Untersuchen. Komm. Ja, die Kameraführung ist manchmal ein bisschen. Geisel könnte verletzt sein, ja. Schau, aber mal raus schauen, dort ist er. Geisel geortet. Jetzt auch wenig, tue ich da gerade ein bisschen ins Ablaufdiagramm schauen. Ja, das ist klar, oder? Hier kann ich jetzt schauen, was ich da schon freigeschalten habe, oder? In diesem Ablaufdiagramm. Fisch retten, oder? Zum Beispiel dort. Ich hätte den Fisch schon können sterben, dann wäre das andere dort gekommen, oder? Namen des Abweichlers ermitteln, das sollte ich noch haben, irgendwie. Das habe ich letztes Mal, als ich das gemacht. Oder dann geht es da, also es gibt da verschiedenste Wege, oder? Da gibt es 5 verschiedene Ende, oder 6 verschiedene Ende, oder? Eines ist, habe ich das gemacht, das andere Mal habe ich das gemacht, also ich habe schon ein bisschen zockert. Die da schwarz sind, die habe ich das letzte Mal schon gemacht, oder? Aber ja, ich muss mal schauen, wie es so tut. Oder? Aber ihr seht es da schon, es gibt da die jenste Wege. Oder? Jenste. Waffe des Polizisten nehmen, ich hätte es auch nicht nehmen können. Aber ja. Ich habe es jetzt einfach. Name des Abweichlers, das wollte ich noch herausfinden. Moment.
bevor die Russen kommen. Jeder muss sofort einsatzbereit sein. Ich kriege ihn noch rausfinden. Ah, im Zimmer, da hinten bin ich auch noch nicht gesehen. Daniel, genau. Daniel. Ah, die hat Sound gelost, da kann ich... Ich habe Informationen, die ich finde. Lass uns in Ruhe! Verschwindet jetzt alle von hier sofort! Also die war Musik hören, der andere hat die erschossen. Hast du das gesehen? Dieser verdammte Scheißkerl trifft immer. So, bitte. Das kann ich raus. Au! Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ganz langsam, würde laufen. Daniel, aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So, jetzt nicht mehr. Entrum ein bisschen. Emma und du. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Perfekt, beschuldigend, realistisch. Oh, was soll ich jetzt sagen? Einfühlsam. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ui. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Ja, Mama. Ja, soll gehen, komm. Die Situation ist unter Kontrolle. Ich bin schon verdammt nach. Da! Du kriegst dein Bild! 99%. Vertrauen, komm, ich auf Vertrauen. Hör zu, auf den Dächern sind Scharfschützen. Scheiße.
Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Kompromiss. Ablehnen. Kompromiss. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Ich will nicht sterben. Erschwichtigen. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hey, 100%. Okay. Ich vertraue dir. Hey, das habe ich hure nie geschafft, Mann. Jetzt schiessen die nicht aus. Scheisse. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. So, in dem Sinn ist das Spiel. Eben, siehst du, das habe ich noch nie geschafft, jetzt da, oder? Das habe ich noch nie geschafft gehabt, oder? Zuerst mal ist Connor mit ihr, angekumpelt. Nein, ich mit ihm. Und dann mal ist er oben geblieben, oder? Ich mit dem Daniel. Und das zweite Mal habe ich ihn erschossen, oder? Aber jetzt habe ich keine Waffe gehabt. Und das Mal habe ich es geschafft, aber Scharfschützen erschossen, drings, Anweichler anlügen. Siehst du, jetzt habe ich noch gängig noch zwei Möglichkeiten, oder? Ja. Je nachdem. Siehst du, wie das ist, oder? Hier. Anweichler verhandeln. Hätte ich den Helikopter nicht können fortschicken, dann wird es auch anders. Wenn ich den Heli nicht fortschicke, weiss ich es nicht. Und sonst habe ich im Prinzip alles gemacht. So, in dem Sinn, ist das Game aufgebaut, oder? Also, was haben wir für Zeit mittlerweile? 23 Minuten, ich glaube, wir fahren noch heute ein bisschen weiter. Ich bin jetzt aus Fleisch gerade fortfahren. Ein wirklich erstklassiger Haushaltsassistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 Sprachen wir. Und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow! Liebling, der sieht toll aus. Genau so einen brauchen wir. Wie viel soll der nochmal kosten? Im Moment. So, da werden die Androiden verkauft. Ich bin auch so eine. Ich stehe da so auf einem Ding. Und sie haben absolut alles, was im Haus anfällt. Malern, Klempnern, Gärtnern, reparieren. Nachts schaltet er in den Überwachungsmodus und alarmiert den Notruf. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Danke, das war's schon. Du hast Kleider auch noch gekauft für Android. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Also, wir mussten den Speicher löschen. Es ging nicht anders. Das ist okay. Okay.
Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX-400. Registriere deinen Namen. Kara. Mein Name ist Kara. Sag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki.